So, und herzlich willkommen zum Let's Christmas heute am Dienstag, den 17. Dezember. Gut, und ja, ich hoffe, ihr hattet einen guten Morgenstart jetzt gehabt und es geht mal wieder an den Kalender mit der Nummer 17 für heute. Oh, Entschuldigung. Angehen haben, aber es ist ja auch früh am Morgen. Gut, und hier ist die 17 und die wird dann heute wie immer, wie alle anderen Türchen mal geöffnet und schauen mal, was diesmal sich dahinter wohl verbirgt. Dass diese Türen immer so schwerfällig sein muss. So. Da ist das Ei. Komm her. Wollte wohl nicht so wirklich raus, aber hier ist es. So. Nämlich hier nicht raus. So. Zumindest so sah es eben aus. So. So, hier ist es. Das Ei des Tages. Und dann schauen wir mal, was diesmal drin ist. Schon wieder eine tierische Angelegenheit. Ja. Schildkröte, oder? Nee, ein Nasenbär. Ja, was ist das denn? Oh, so. Hoppala. So, sowas von denen ist es und wir haben diesen. So eine Art Nasenbär oder was das ist. Ein Ornithornius anatius. 2 Kilo schwer. So, und er kommt jetzt da. Genau, das wird dann so hier reingestellt. Da kommt er dann rein. So. Ja, und da ist dann unser Ornithorhynchus anatius. Genau. Dort ist halt dieser Nasenbär oder was das ist. Also hier steht auch nochmal, wie das Vieh heißt. Ne? Also hier. Da oben. So. Ja, das Vieh ist, ein Nasenbär, oder? Oder, nee, nicht ein Nasenbär. Ein Schnabeltier, glaube ich. Es sollte ein Schnabeltier sein. So. Mal wieder hoch. Also, es müsste ein Schnabeltier sein, eher, ne? Nicht ein Nasenbär, ein Schnabeltier. Das ist eben der Hintergrund dazu und da drinne steckt da eben Schnabeltier. Nasenbär. Ich bin auch hier so ein Nasenbär. Ein Schnabeltier. Ja, ein Schnabeltier für heute. Wunderbar. Und es wird nur ein bisschen tierlastig.
hier irgendwie der Kalender. Nun ja, also vor 2 Jahren waren es fliegerlastig, dieses Jahr wird es irgendwie ein bisschen tierlastig. Aber nun ja, Tiere sind ein bisschen angenehmer als irgendwelche Flieger. Und ja gut, das war es dann für heute. Heute am Dienstag. Es geht morgen in der Mitte der Woche mit dem Mittwoch dann weiter. Jetzt erwartet erstmal ein wunderschön langer Unitag bis 20 Uhr wieder auf mich. Immer wieder herrlich. Und ja, dann bis morgen zum nächsten Let's Christmas und ciao.